Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Und wie im letzten Part schon angesprochen, jetzt gehen wir zum guten Snuff. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Dann macht er mir den guten Eintopf. So wie ich das sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Animation ist, die die ganze Zeit braucht, oder ob er das nur noch eben dazu mischt. Wer weiß. Okay. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Hammergeil. Ups, nicht in Angriffsstellung gehen, wir wollen ja niemanden verprügeln. Aber jetzt haben wir hier... Und wir haben sogar noch einen Höllenpilz übrig. Und jetzt fehlt die Grafik zum Glück nicht mehr. So, wo ist denn das gute Fleisch, Wanzenragu? Ach, da. Lecker. So, dann... Welche Quest machen wir uns denn als nächstes? Das weiß ich noch nicht so genau. Dann gucken wir erst danach, welche Quests haben wir denn noch alle hier. Aufnahme Sumpflager, da will ich aber gar nicht rein. Denn das Sumpflager ist so nicht meins. Das Rezept für Dexter klauen oder holen. Ja, dann Mordrak. Weiß ich noch nicht. Dann genau, Neck ist der Typ, den Snuff da hatte. Ah, da weiß ich nicht noch. Die Buddler im Arena-Viertel wissen vielleicht, wohin Neck verschwunden ist. Da können wir uns schon mal ein bisschen schlau machen. Im Arena-Viertel. Und da chillt auch schon der gute Diego. Dann mal gucken, wie es da steht. So. Sag mal. Nicht mit dir! So. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal, er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Mach's gut. Lost! Okay, da hat er uns schon mal ein paar gute Tipps gegeben. Und dann werden wir erstmal ins Arena Viertel gehen und nach Neck fragen. Ja. Dann die Karte sollten wir auch noch mal gucken, dass wir die irgendwie noch kriegen. Aber jetzt direkt geht's, glaube ich, noch nicht. So, hier kann man durchaus durchgehen. Oh, und der kann anscheinend reden. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Sehr interessant. Hast du ein... Halt die Klappe. So, hier wollte ich lang, gewollt, ich weiß. Budlas, Jesse, mit dem hatten wir, glaube ich, schon geredet. Juhu, nach der böse Schmied hier. Das hier ist nur ein Schatten. Juhu, ich kann springen, ich bin der Master of Disaster. Wer war das denn? Dusty? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür?
Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Interessant. So, dann noch ein Buddler, noch ein Buddler, noch ein Sprung. Nein. Okay, dann... Buddler, Buddler. Immer wieder diese Buddler. Dummes Ding. Sprung. Ja, interessant. Oh! Das war ein Sprung ohne Konsequenz, zum Glück. Kann man da oben nicht auch lang? Wieso kann man hier nach links und nicht nach rechts? Finde ich ein bisschen blöd, ey. Aber was soll man machen? Buddler, Buddler. Hier kann man doch bestimmt hochspringen. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, zack. Dann laufen wir hier oben mal lang. Hat uns ja niemand verboten. Dann kommen wir hoffentlich gleich mal beim Arena-Viertel an. Ist das hier das Arena-Viertel? Ich weiß nicht. Dann... Oder soll ich mal hier fragen, wo finde ich Neck, wenn das geht? Nein, das geht leider nicht. Man kann nur hier nach den wichtigen Leuten fragen. Haha. So, dann... Hier ist das Arena-Viertel. Guy konnte einem nichts sagen, das weiß ich. Sieht hier mit dem Buddler aus. Sagt nichts. Dann müssen wir doch nochmal Guy fragen. Komm, trink aus. Er weiß auch nichts. Schade. Sonst. Aua. Was war das denn für ein Fail? Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Ist das hier nicht meine Bude? Hey du! Nee. Das da hinten ist meine Bude. Aber. Ja. Nein, 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 geh weg! Wer lässt den eigentlich? Wer hat den hier eingebaut? Der gehört verprügelt. Mann, ernsthaft, der ist so nervig. Schlimmer geht's kaum. Oh, es wird langsam dunkel. Dann könnten wir uns auch mal schlafen legen. Oder in den Brunnen springen. Wer weiß, was ist wohl lustiger. Oh Mann, da kann man nicht reinspringen. Schade. Aber man kann vorbeispringen. Aha. Und das ist nicht genial. So, was war das jetzt? Aber egal. Zack, zack. Und ab in mein Haus und gehen wir gleich mal pennen. So. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Das sind wir fertig und ausgeruht. So. Ich würde mal sagen, dann kann der nächste Tag beginnen. Ach Mann, aber er beginnt leider mit Regen. Und es gewittert auch noch. Aber was soll man machen? Dann werden wir uns mal eine Quest aussuchen, die wir dann im nächsten Part dann machen werden. Also, dann können wir uns ja mal hier nochmal die ganzen Quests durchlesen. Also, ja, genau. Dann, genau, ja, alles durchlesen und euch von nichts teilhaben lassen. Nein, also, eine herausfordern, ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Dann ein Diebestalent lernen. Ich glaube, dafür brauche ich ein Level Up. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Dann das Schwert habe ich gemacht. Dann, ja, gibt es hier nicht. Hier müsste auch theoretisch noch mehr drin stehen oder nicht. Oder? Egal, Neck soll ich ja auch noch suchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Part.